Ja, ich weiß auch nicht, was ihr habt. Sieht doch ganz gut aus. Herzlich willkommen bei Let's Splinter und unserem kleinen Peter gegen Peter Krieg. Ich schalte hier mal die Yields wieder ein. Und wir sehen, dass Kakagabana ein wirklich massives Problem vor der Haustür hat. Ihr seid mitten in einem Krieg und der viel wichtigeren Frage, kann diese Galeere irgendwann diesen Handwerker einsammeln? Wir steigen ein in die nächste Runde und gucken, was passiert. Meine Angst ist, dass dieser Reiter mit dem Krieger tauscht und die Stadt attackiert. Wir werden sehen, was passiert. Oh. Oh, es entwickelt sich einiges zum Interessanten. Direkt zu Beginn. Ja, sauber. Der hier war verschanzt. Super. Vieles ist passiert. Wir sammeln uns. Der Bogenschütze ist für die Beförderung zur Verfügung. Das können wir uns momentan nicht leisten. Die hängenden Gärten sind abgeschlossen. Aber der Reiter ist zur Seite. Der Streitwagen nach vorne, ohne anzugreifen. Das heißt, die Stadt kann sich erholen. Dieser Krieger ist gen Westen gezogen, wo unser Krieger eine weitere Einheit erstens vernichtet hat und die zweite nach unten verdrängt hat. Aber dadurch, dass dieser Krieger von Anshan jetzt hier drüben ist, habe ich folgende Möglichkeiten. Ich kann offensiv vorrücken mit meinen weiteren Bogenschützen, was wirklich sehr gut ist. Hier kommt in der nächsten Runde einer dazu. Dann bin ich echt gut aufgestellt. Und wir wurden hier nicht wild attackiert, sodass ich wirklich gewillt bin zu sagen, lass mich einen hier taktisch klug aus dem Leben nehmen, denn in der nächsten Runde wäre hier ein guter Platz für einen neuen Bogenschützen. Und dann müsste es logischerweise dieser hier sein. Weil wenn ich mich hier mitten ins Feld stelle, habe ich natürlich ein massives Problem. Das heißt, ich würde dort einen hinlaufen lassen, der dann von allen kleingemetzelt werden kann. Das ist nicht das Ziel. Hier kam es, wie es kommen musste. Ich komme nicht an diesen Handwerker ran, ist vielleicht die viel wichtigere Erkenntnis. Und hier verschanzen wir uns weiterhin. Unser Siedler wiederum ist im Westen des Landes angekommen. Ja, meine Damen und Herren, dann ist es doch mal Zeit, wirklich etwas Feierliches zu tun, nämlich eine weitere Stadt zu gründen. Zweiter Punkt und Sao Paulo heißt sicherlich nicht mehr Sao Paulo, boah, sondern. Gute Frage. Oh doch. Es geht ja wirklich um die Brasilianer und die brasilianischen Fußballer in diesem Spiel. Deswegen ist es nicht mehr Sao Paulo, sondern Sao Paulo Ring. Der alte Deutsch-Brasilianer Paulo Ring wird womöglich etwas anders geschrieben, aber Sao Paulo Ring ist genau der Name, den es jetzt braucht. Monument wäre mal wieder sinnvoll. Ähnlich schnell geht allerdings ein Handwerker und das Kakao-Luxusgut möchte relativ zeitnah angeschlossen werden. Ich sehe aber viele andere Dinge, nämlich hier den Hafen und das Handelszentrum. Also da können wir sicherlich noch ein bisschen was rausholen. Wir fangen hier mit einem Hafen an. Dauert wirklich lange, aber das finde ich viel interessanter. Ich will hier im Westen eventuell noch ein bisschen erkunden. Wenn da nämlich noch Land ist, dann haben wir hier gar kein Problem mit Russland. Also natürlich haben wir ein Problem mit Russland, aber das haben wir natürlich nur für die nächsten paar Runden. Und ja, wir schauen einfach, was hier passiert. Das sieht gut aus. Das Feld ist frei geblieben. Oh, ah, den habe ich vergessen. Ah, ja, das ist klar. Aber danke für den Hinweis, lieber Speerkämpfer. Puh. Ja, hier ist, glaube ich, Ende der Welt. Also, ich gucke mal kurz. Ja. Und distanziere mich davon und hoffe, dass er das überlebt. So, und jetzt ist der Bogenschütze hier abgeschlossen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, welcher das ist. Das ist der Beförderte. Einer versteckt sich hier, denn einer muss aus der Stadt heraus. Und dann ist es letzten Endes an mir zu entscheiden, soll er keinen direkten Angriff erleiden oder möchten wir die Stadt sichern? Und das ist mir viel, viel wichtiger. Denn der Krieg könnte, toi, 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 gleich zu Ende sein. Garantieren kann ich das nicht,
Aber, puh. Ich stelle mir noch so ein bisschen die Frage, wo ich mich jetzt hier hinverschanze. Anshan selbst könnte übrigens feuern, wenn ich hier stehe, wenn ich das richtig im Blick habe. Dann war meine Bewegung gar nicht so gut, aber wir hauen hier hinten ab, hauen einmal auf den Reiter und gehen hier rüber. Das ist so die Marschroute, die wir jetzt fahren. Wir hatten hier eine Handwerker anproduziert. Ja, vielleicht, um die Felder anzuschließen, vor allen Dingen die Krabben. Ja, und hier besteht wieder mal kurzzeitig die Möglichkeit, ich sage kurzzeitig die Möglichkeit, an den Handwerker dran zu kommen, aber ihr werdet in der nächsten Runde sehen, dass das ein frommer Wunsch ist. Es ist ein sehr frommer Wunsch. Die Stadt heilt aus, das ist sehr gut. Keine Stunde im Leben, die man im Sattel verbringt, ist verloren. Die Reiterei ist da, das ist auch wunderbar. Ja, und dann würde ich sagen, leveln wir ein bisschen unsere Einheit hier auf. Wobei ich natürlich auch von hier schießen könnte. Sind wir nur nicht so sonderlich gut geschützt und ich kann nicht auf Wasser flüchten, wenn was ist. Das ist ein bisschen blöd. Insofern halte ich nun mal alles irgendwie in der Hinterhand hier. Ich habe die große Hoffnung, dass dieser Krieg gleich vorbei ist. Schießen aber natürlich für die Erfahrung weiterhin auf die Russen. Aber der Krieg ist so dämlich wie selten. Also, er haut hier all seine Einheiten rüber, sind irgendwie nur Krieger gefühlt. Hat vorher meine Stadt missioniert, wer in der letzten Folge zugeguckt hat. Also, boah. Wie lange haben wir noch? Können wir schon Frieden schließen? Nein, nächste Runde potenziell. Also wirklich, wirklich blöd. Wir gehen aufs Bauwesen. Würde ich mal fast sagen. Gehen wir aufs Bauwesen oder gehen wir jetzt in Richtung des Schiffbaus? Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wir könnten aber direkt auch auf die Ausbildung gehen, wobei da ja, die Minen bekommen wir nicht. Die Wassermühle können wir noch boosten. Ja, was hilft uns denn wirklich weiter? Wahrscheinlich ist es der Schiffsbau. In Porto Alegre waren wir am Campus und den werden wir jetzt auch. Wobei, wir können jetzt auch Theaterplätze bauen, ne? Ist die Frage, ob ich das nicht irgendwie eher mal boosten möchte. Wir haben aber keinen. Wir können den Stein nicht abernten momentan, weil kein Handwerker zugegen ist. Ah, es ist so ärgerlich. Nein, dann bleibt es erstmal beim Campus. Wenn ich ja irgendwie an diesen Handwerker komme. Wobei mit dem Schiffsbau dürfte sich es insofern erledigen, als dass alle Landeinheiten wassern können. Und dann komme ich dran. Doch, also so rum ist es dann richtig. Hier stellt sich die Frage, heile ich mal kurz aus und ich muss sagen, ja, ich möchte weiter erkunden. Er hier könnte die Straße plündern, das macht gar keinen Sinn. Ne, wir überspringen hier die Runde und überspringen hier die Runde und erkunden hier mal kurz, wenn der Handwerker schon nicht einzufangen ist. Er haut uns aber auch nicht ab. Insofern gucken wir, was in der nächsten Runde passiert. Hier sind Krieger hinzugekommen. Das deutet jetzt, wenn Peter der Russe nicht gerade, also wenn er Anshan irgendwie die Einheiten aushebt, deutet das nicht darauf hin, dass Folgendes jetzt funktioniert. Ja, habe ich mir schon gedacht. Peter möchte keinen Frieden. Okay, ist kein Problem, Peter. Macht uns gar nichts. Dann schießen wir locker flockig auf deine Einheiten. Beförderung verfügbar, sehr gut. Ich meine, es ist relativ simpel für uns, ne? Wir müssen uns zwar hier verteidigen, aber wir haben jetzt auch eine gewisse Verteidigungsfront. Das Einzige, was mich stört, ist dieser Reiter und die Tatsache, dass ich mich nicht um ihn herumstellen kann, um ihn zu vernichten, weil er einen Schaden feuern könnte. Es ist lästig. Jetzt gucke ich aber hier mal ein bisschen um Hongkong herum. Und jetzt stellt sich eigentlich nur die Frage, will ich hier mal ein bisschen aktiver werden?
Die Frage ist tatsächlich, hole ich mir dann an Schaden? Also die haben wir noch gar nicht aufgeworfen. Weil das wäre natürlich blöd für Peter. Er ist souverän von Anschan. Attackiert mich jetzt hier auch. Gerade mal gucken, wie die Nummer ausgeht. Oh, gar nicht mal so unerheblich, muss ich sagen. Naja, jetzt schießt er noch die Stadt drauf. Das heißt, ich muss wieder ein wenig zurück. Aber das ist tatsächlich. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Sehr schön. Spiele und Erholung sind da. Die Siedlerkarte können wir wieder rausnehmen. Es stellt sich nur die Frage, was nehme ich dann rein? Wir holen die Schriftstellerkarte wieder rein. Wir haben unsere Einheiten produziert, würde ich mal behaupten. Ja, kurzes Durchpusten meinerseits. Handelsweg haben wir keinen. Puh. Wir nehmen den Gottkönig für ein bisschen Gold und ein bisschen Glauben. Handwerker produzieren wir nicht. Ja, dann läuft es wahrscheinlich genau darauf aktuell hinaus. Ja, und also nochmal, Anshan zu holen ist eine gute Option, weil es einfach auch günstig gelegen ist für unser Reich. Wir können nicht alles rein investieren, will heißen, nicht um jeden Preis. Aber die Chance ist einfach da und also warum nicht? Man muss halt gucken, dass es klappt. Hier ist eine Beförderung sogar möglich. Die müssen wir uns gleich dann mal holen. Ich versuche jetzt hier ihn zu killen. Und das schaffe ich natürlich auch aus einer gewissen Entfernung. Da ist eine weitere Beförderung verfügbar. Das ist sehr gut. Greifen hier aktiv an, um die Einheiten zu minimieren. Und es geht auch ein bisschen darum, diesen Reiter einfach wegzubekommen. Also der Krieg öffnet ein paar Türen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Wir gehen jetzt auf die Verteidigungstaktiken. Mausoleum von Halikarnassos ist natürlich immer super. Gouverneurtitel gibt es gratis anbei. Ja, da wollen wir auf jeden Fall hin. Um dann auch, das nur schon mal vorab, zum Feudalismus mit den zwei zusätzlichen Bauaktionen der Handwerker zu kommen. Bauernhofmodernisierung zu toppen. Da wäre dann auch einiges drin. Und hier ist der nächste Siedler, der dafür sorgt, Komma, dass ich. Oh, zum einen hier nochmal kurz Speer. Ja, den lassen wir mal kommen. Hier den Krieger. Da könnten wir übrigens auch noch anschauen mit, ich sag mal, so salopp belästigen. Und dann gehen wir im Rücken, gehen Süden. Und es stellt sich in Rio de Ronaldinho die Frage, was bauen wir als nächstes? Und dann muss ich sagen, in 4 Runden wird hier oben ausgedehnt. Da hatten wir schon unseren Theaterplatzbezirk. Dann werde ich doch mal glattwegs noch einen Handwerker dazwischen schieben. Sehr gut. Oh, hier ist sogar noch Land. Hochspannend. Hochspannend, 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 hochspannend in die nächste Runde und gucken, was passiert. Aktives Angreifen hier. Oh, cool. Was kostet es den Reiter? Boah, nicht so viel wie meinen Bogenschützen, der jetzt richtig mies dasteht. Der Krieger hier kann aufs Wasser. Na super. Dabei soll der jetzt hier. Also hier muss ich jetzt versuchen, den Reiter wegzunehmen. Sonst ist. Oh, kann ich hier nicht schießen? Was ist denn da im Weg? Gar nichts. Unangenehm. Vor allen Dingen ist die Frage, schafft er das? Ich stelle mich jetzt hier mal eins offensiver. Es sollte aber klappen. Wir sollten ihn ausnehmen können. Gehen dafür natürlich volles Risiko.
Und können hier, das hatte ich ja ganz ver- Oh, oh nein, es reicht. Oh. Okay, das ist wirklich blöd gelaufen. Dann muss ich mit ihm abhauen. Weil ich kann ihn auch noch befördern. Aber wenn ich ihn jetzt befördere, und wir haben ja eben gesehen, was er zugefügt hat, und er hier noch zugegen ist, boah, der muss kurz weg. Und er hier hat noch... Oh, er hat noch die Möglichkeit zu feuern. Ja, dann ist natürlich kurz die Frage, wir nehmen ihn hier weg. Oh, dann geht's in die nächste Runde. Das habe ich so noch nicht schnell durchklicken wollen. Der Reiter haut komplett ab. Jetzt werden wir von der Stadt natürlich angegriffen. Und jetzt müssen wir hier auch gucken. Also, das hier ist einfach. Das, ah, also der Handwerker will hier eventuell weg. Das ist auch einfach alles wirklich, wirklich mega doof. Den Reiter holen wir weg. Hier gehen wir offensiver. Frage ist auch, Smolensk ist auch so richtig schwach auf der Brust momentan mal noch. Also es sind einfach so viele Optionen, das ist Wahnsinn. Wir befördern hier. Puh, und die Frage ist Garnison oder die Salve. Landeinheiten, also die sind stark genug momentan. Wir gehen auf die Garnison. Haben hier die Beförderung und machen... Puh, den Pfeilhagel gegen Einheiten. Das wäre noch schön gewesen. Nehmen wir auch die Garnison mit. Attackieren hier die Stadt. Und werden, glaube ich, jetzt wirklich ein bisschen aktiver, weil es das gerade einfach zulässt. Haben hier auch noch eine Beförderung, die ich gerne mitnehme. Gucken uns hier in der Zwischenzeit an, was hier noch ist. Hier oben ist Land. Gucken mal, ob Peter Frieden möchte. Das ist praktisch, er möchte nicht. Und jetzt habe ich so mehrere Theorien mittlerweile. Moskau und Smolensk sind nicht so gut verteidigt, wie es... Ah, doch, leicht verteidigt wird die Stadt. Aber nicht so wie Anschan, die eine Stadtmauer haben. Wir könnten die Stadt holen, wir könnten Moskau und Smolensk holen. Wir haben halt sehr viele Einheiten um Anschan herum. Ich glaube, diese Stadt uns zu sichern, auch gegen die Kante Russlands und dann zu schauen, ob wir noch einen Punkt haben gegen sie, ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Die Stadt kann immer nur gegen einen schießen. Hier wurden nur ein paar Einheiten gerade rekrutiert. Unser Handwerker läuft Gefahr, einem russischen Krieger zum Opfer zu fallen. Auch nicht so schön. Wir werden hier aktiver. Und greifen nun an. Beförderung verfügbar, das ist super. Hier bin ich ein bisschen blöd gelaufen. Gebe ich zu. Und hier könnte ich noch attackieren. Mache ich aber in dem Moment nicht. Ich will vorankommen, um da oben noch irgendwie an Schaden zu sichern. Entschuldigt, dass ich ein bisschen in Gedanken bin. Aber das ist auch einfach nötig. Hier allerdings... Boah, passt hier noch eine Stadt hin? Ja, hinter Hongkong passt noch eine Stadt. Das ist gut. Schön, dass wir hier ein bisschen erkunden. Beförderung verfügbar. Geber Berkal ist beendet. Und unser Siedler kommt seiner Stadt näher. Und jetzt kommen sau viele neue Einheiten hier einfach. Wir sollten mit Anshan schnell machen. Wie gesagt, nicht um jeden Preis. Und ich muss auch gucken, dass ich jetzt die Stadt verteidigt bekomme. Uah, und hier oben der Handwerk. Jetzt geht er da nicht auf Land. Das ist echt unfassbar. Gegen uns. Ach, ihr habt es gesehen. Hier verteidige ich wahrscheinlich doch wieder die Stadt. Ich gucke mir das aber erstmal an. Also, er hat angegriffen.
Das war insofern blöd, als dass ich. Ich würde gerne. Ich muss hier lang, um ihn attackieren zu können. Er hier könnte noch nach vorne. Und ihn schicke ich zurück und lass ihn attackieren. An Schaden langsam, aber sicher. Könnte es was geben? Hier verbarrikadiere ich mich aber lieber einfach noch mal ein bisschen. Könnten hier für die Gesundheit plündern. Dö. Naja, wir verschanzen uns hier einfach. Das macht gerade alles keinen Sinn. Oh, was haben wir da entdeckt? بفضل من Befadlen min. الواحد الأحد القوي المنتصر الدائم الذي لا ينتهي ملكه Sehr schön. أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Ganz meine Rede. Wir haben Saladin kennengelernt und seine Hauptstadt befindet sich dort oben. Wir brauchen mehr Annehmlichkeiten und Wohnraum. Soweit so klar. Eine Dürre, zu der ich gerade nicht wollte. Gehen nochmal zurück. Wir haben übrigens jetzt dafür gesorgt, dass dieser Handwerker vermutlich nicht mehr uns gehören wird. Will Peter mittlerweile irgendwas in Sachen Frieden? Nein. Porto Alisson würde er nehmen, ist klar. Mit Caca Cabana würde er sich nicht zufrieden. Ah, doch. Aber auf keinen Fall. Wir gehen in die nächste Runde. Unser Siedler ist angekommen, wo wir ihn haben wollen. Hier werden wir angegriffen. Weiterhin. Aber hier nicht. Das könnte jetzt... Geschichtsaufzeichnung, sehr gut. Handwerker zum einen, da kommen wir gleich zu. Siedler zum anderen kommen wir gleich zu. Wir wollen noch ein wenig angreifen. Und zwar von allen möglichen Seiten. Das sind jetzt 4 Schüsse. Drei vielleicht. Kann er hier angreifen? Ja, kann er. Sehr gut. Also das bekommen wir vermutlich hin. Das sieht gut aus. Er hier attackiert natürlich den Russen, der sich... Warum auch immer, da habe ich jetzt gepennt, nicht den Handwerker geschnappt hat. Also es ist extrem witzig, das muss ich wirklich mal festhalten. Hier hätte ich gern kurz die Vollinformation, auch wenn mich das Runden kostet, was hier so ist. Und hier haben wir genau den Handwerker und viele andere schöne Dinge. Der Siedler ist an seiner Position, der Handwerker ist fertig. Wir haben einen guten Catch of Anshan. Es könnte sein, dass wir wirklich diesen Stadtstaat uns greifen. Auch wenn ich tatsächlich eigentlich souverän von ihm sein würde, gerne. Aber reicht Vergrößerung vor allem eventuell. Insofern würde ich euch einladen, in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Der Krieg ist besser gelaufen, als ich es mir vor dem Ende der letzten Folge gedacht habe. Abo zeigt euch die neuen Videos an. Würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr es mir bei YouTube schenkt. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge mit den Brasilianern und bei Let's Splinter. Macht's gut. Ciao.